Willkommen im Langzeittrainingscamp der deutschen Shorttrack-Hoffnungen, Anna Seidel und Bianca Walter. Hallo, wir sind hier im Bosspark Bildhofen, unsere Heimat in einem, ja, seit dem letzten halben Jahr. Ein Camping- und Bungalowpark in der Nähe von Utrecht, das Zuhause der beiden Olympiastarterinnen zur Vorbereitung auf die Winterspiele in Pyeongchang. Und sie ist der Grund dafür, dass die deutschen Shorttracker in die Niederlande gezogen sind. Die international erfahrene Top-Trainerin Wilma Boomstra sprang ein, da der deutsche Verband derzeit ohne Bundestrainer dasteht. Ein anderes Training mit internationalen Läufern, das sich für Anna Seidel ausgezahlt hat. Was mir vor allem geholfen hat oder wo ich mich sehr weiterentwickelt habe in diesem Jahr, war das Mentale. Also mental bin ich im Kopf echt viel stärker geworden. Es gibt ab und zu noch nicht so gute Phasen, aber dann ist sie halt auch immer gleich zur Stelle und baut dann wieder auf. Anna Seidel ist zwar erst 19, aber schon das Aushängeschild im deutschen Shorttrack. Mit 15 feierte die Dresdnerin in Sotschi ihre Olympiapremiere. Nach einer schweren Brustwirbelverletzung im Vorjahr geht die Formkurve auch dank der Trainingsumstellung deutlich nach oben. Mich hat beeindruckt, wie sie die Umstellung in diesem Team gemeistert hat. Das ist alles neu für sie. Andere Umgebung, andere Leute, anderer Trainer, anderes Trainingsprogramm. Es hat mich schon sehr beeindruckt, wie sie das adaptiert hat, weil sie ziemlich jung ist. Wenn du das in diesem Alter schon hinbekommst, zeigt mir das, dass sie die Mentalität eines Topsportlers hat. Ebenfalls in Utrecht auf dem Eis, Bianca Walter, 27. Sie ist in Südkorea zum ersten Mal bei Olympia dabei. Die Polizeibeamtin ist Seidels Trainingspartnerin und weiß um die Stärken der auf den Tag genau 8 Jahre jüngeren Teamkollegin. Ich würde sagen, im Wettkampf ist sie sogar noch besser zurzeit als im Training. Da kommt dann immer noch so diese Wettkampfsau durch und das ist eigentlich natürlich ein Riesenvorteil. Also sie ist zwar so klein, aber oho. Sie hat halt einfach das Talent zum Schlittschuhlaufen und wenn sie das im richtigen Moment nutzt, dann kann es ganz schnell nach vorne gehen. Bei der Heim-EM in Dresden gelang der 1,66 Meter kleinen Seidel der erhoffte Sprung aufs Treppchen. Bronze für die angehende Abiturientin. Ein Ergebnis, das in Pyeongchang einer Sensation gleichkäme. Am 10. Februar geht Anna Seidel in das erste olympische Rennen und will dann mit Vollgas durchstarten.